Willkommen zurück bei Isaac. Da sind wir wieder. Bild ist gerade ganz katastrophal. Ich muss hier so das Lämpchen anmachen. Das andere Lämpchen ist an. Das ist hier die Seite. Alles klar. Müsste gleich im Spiel sieht das besser aus. Mit Lilith haben wir den Greed Mode. Hier unten sehen wir es. Mit Eden haben wir den Greed Mode. Mit Azazel haben wir den Greed Mode. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal mit Isaac am Greed Mode. Hoffentlich wird das was. So, wir haben den D6, wir können ein bisschen rerollen und unser Glück selbst in die Hand nehmen. Ein paar Bömpchen. Evil up. Nö. Wunderbar. Tears und Shot Speed up. Nehmen wir gleich mal mit. Wieso sind die auf einmal rot? Ich habe keine Ahnung. Okay. Die Auswahl ist noch nicht so gut, aber wir gucken mal. Auf geht's. Erste Runde. Greed Modus. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Das Schöne ist, den Greed Modus kann ich ein bisschen vorproduzieren, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Den Daily Run allerdings leider nicht. Weil der kommt ja nur alle 24 Stunden, ne? Aber das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Okay, ein paar Kackhäufchen. Ist doch okay für die Wellen hier am Anfang. Kann man mit um. Oh, jetzt fliegt auch endlich weg. Oh, jetzt kommen Spinnen. Okay, das läuft nicht so gut. Komm her hier, du auch. Und du. Ja, dann brauchen wir gleich erstmal einen Schlüssel, würde ich sagen. Maliboom. Ah, Mist. Da wollte ich noch ausweichen. Hat aber leider nicht so geklappt. Okay. Okay, der springende Kumpel ist auch weg. Kommt tatsächlich noch eine Welle. Das ist ja mal gar nicht so gut. Okay, hier bin ich jetzt relativ sicher. Ah, okay, nächste Welle. Ich dachte anfangs erst, das würde unendlich so gehen mit den Wellen. Bis dann. Bis man mal einmal alles weg hat. Aber dem ist nicht so. Ist ganz gut, wir laden dadurch unseren Würfel auf. Also gar kein Problem, wenn es hier am Anfang ein paar mehr Wellen gibt. Vielleicht, ich glaube, es gibt doch mal dieselbe Anzahl von Wellen, oder? Das kommt mir nur so random vor, glaube ich. Jetzt ist auch wieder vorbei hier. Und wir sind relativ gut durchgekommen. Ich meine, zweimal Schaden genommen, das ist okay. Und dich bitte noch. Wunderbar. Der Anfang wäre getan. Schlüssel, ja. Und da rerollt er mir die blauen Herzen weg, wo ich gerade noch gedacht habe, kaufe ich mir mal zwei von. Hier hinten könnte es ein bisschen Geld geben. Und das Herzchen selbstverständlich. Ist ganz gut. Wir müssen ein bisschen auf Damage gehen jetzt so langsam. Zweimal können wir noch. Okay. Wir machen erstmal weiter mit dem Itemraum. Oh, sehr gut. Tears up. Okay, jetzt feuern wir langsam wie so ein kleines Maschinengewehr. Das gefällt mir gut. Dann wollen wir uns mal um den Boss kümmern. Es ist Widow. Widow ist in Ordnung, solange sie von mir wegbleibt. Wenn ich ewig versucht, auf den Kopf zu springen. Okay, um die kleinen Spinnen kümmern wir uns danach. Erstmal hier, wie gesagt, Widow platt machen. Kommt noch ein Boss? Ich weiß gar nicht. Ja, in 13 Sekunden. Bin mal gespannt, welcher das sein wird. Es ist Hollow. Okay, der ist in Ordnung. Mit dem können wir um. Der soll ruhig noch ein bisschen Kacke spawnen. In der Hoffnung, dass da noch was Schönes drin liegt. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiß nicht, wie das ist. Ganz selten hat man da Glück bei Hollow, ne? Au. Das war unnötig. Aber Devil, die kriegen wir ja trotzdem. Wenn wir nochmal auf das Schalterchen drücken. Okay, und du noch. Komm her. Okay, nochmal unnötig. Egal. Gut, wir hätten für den Schaden auch in den gezackten Raum gehen können. Ist aber eigentlich Wumpe. Ein HP ab. Nee. Was war das nochmal? Das Rote ist... The Body. Das Gelbe ist The Mind. Ist das hier The Soul? I am Soul. Ja, das bedeutet doch, dass die Tränen jetzt an uns vorbeifliegen, ne? So ein bisschen. Ansonsten haben wir hier noch My Reflection. Auch nice. Schlüssel, jetzt guck ich doch mal hier rein. Und es hat sich gelohnt. Wir haben Luck abbekommen durchs Münzen aufsammeln und noch ein bisschen Kohle bekommen. Ich bin ja fast gewollt, hier zweimal zu rerollen. Oder einmal. Oh, kriegen wir noch 5 Münzen?
Ich will auf jeden Fall den Magic Mushroom haben. Auf geht es. Devil Deal. Okay, Bomberman ist ganz okay. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Ist auf jeden Fall eine der Todsünden. Und ich hätte hier vorher mal die ganze Kacke wegnehmen sollen, damit ich da nicht gegenlaufe. Der ist noch okay. Mal gucken, wer der danach kommt. Oder kommt noch einer, Devil Deal-mäßig? Ich weiß gar nicht mehr. Aber der hier ist easy. Wunderbar, Devil Deal. Und ich hoffe, es ist was Gutes. Zwei Herzchen. Also gibt es wieder ein Angel Deal, okay? Godhead nehme ich natürlich. Und wir haben keine Münzen mehr bekommen. Was verdammt ärgerlich ist, weil ich echt gerne den hier gehabt hätte. Gut, aber vielleicht kommt da nochmal. Und vielleicht kommt hier nochmal ein blaues Herzchen. Bisher noch nicht. Und immer noch nicht. Na gut, dann nehmen wir noch einen Schlüssel mit für die nächste Ebene. Da haben wir zwei Itemräume. In einem können wir rerollen. Fällt jetzt noch im Exit ein bisschen was? Ne, alles gut. Okay. Erste Ebene haben wir. Knapp 6 Minuten. Das ist so mein Ding. Das passt ganz gut. Okay, wir gehen erst in den Gratis. HP ab und Regeneration. Und der Sack gibt uns Bomben. Den mache ich mal weg für White Shot. Ah, sehr gut. Den hatte ich schon mal. Ist ganz gut. Treffen wir ein bisschen besser, ne? Und dann nehmen wir die Plazenta noch mit für ein bisschen Leben. Geld. Wir brauchen gar nicht jetzt da oben reingucken. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ja, Isaac. Normal muss man ja mit Isaac als erstes den Greed Mode machen, ne? Das heißt ja The Binding of Isaac und nicht auf Eden, Azazel oder Lilith. Wenigstens haben wir es schon mit dreien. Ja, eine Sache habe ich leider nicht gezeigt, wie ich es mit Azazel gemacht habe. Da hatte ich so einen guten Run. Einfach mal gezockt und dann hat es geklappt. Ich habe ja einen Azazel-Run gemacht im Greed-Modus, den haben wir ja gesehen, die Folge. Ja. Also Ziel ist erstmal, ja, Daily Runs. Ich müsste auch nebenbei noch so ein paar Runs aufnehmen. Beziehungsweise erstmal alle Greed-Modes mit aufnehmen und immer den Daily Run. Das ist jetzt der Plan. Wenn wir alle Greed-Modus hier durch haben, mache ich Random Runs, damit wir die anderen Sachen freischalten, wie Blue Womp und all sowas. Das dürfte so ein ganz guter Plan sein. Du wirkst auch ein Skelett in dir, ne? Genau. Aber wir haben das Soul. Wir können nicht so gut getroffen werden, weil das alles so ein bisschen von uns abprallt. Oh, die sind echt nervig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es hier ein bisschen viel langsam. Letzte Welle. In dieser Welle und das war's für alle. Dankeschön. Da hat man mir ein bisschen in die Karten gespielt. Was ist dahinter gelandet? Landet dahinter immer ein Herzchen? Ja, wir haben das Herzchen aufgesammelt. Der Würfel wäre ganz gut. Damit könnten wir alles rerollen. Aber möchte ich das? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Der Schnuller war auch, glaube ich, ganz gut. Der macht uns ziemlich klein. Lohnt sich die Bombe da hinten? Ja, für einen Schlüssel eventuell. Ich würfel nochmal. Was für ein Nahkampf ist vielleicht auch nicht schlecht. Zweimal kann ich noch. Ich nehme den mit. Für die nächste Ebene. Ja, dann wäre das hier eigentlich nicht schlecht, ne? Aber die Ebene hier ist ja noch gar nicht vorbei. Ich muss ja erst noch den Boss besiegen. Haha. Und das ist wieder Widow. Diesmal aber mit Spinnen gestartet direkt. Oh, die Münzen reichen wieder nicht, die hier rumliegen. Eine fehlt. Au, jetzt ist er aber weit gesprungen. Nur um mich zu treffen. Ja, weil gegen Widow nützt mir mein The Soul gar nichts, dass Kugeln abwehrt. Weil Widow keine Kugeln verschießt, wie wir feststellen können. Okay, und weg mit dir. Weg mit dem Nest. 7 Sekunden, dann kommt die nächste Welle. Schnell hier das Spinnennest kaputt und die kleine Spinne da oben. Jawohl. Wer ist es? Oh, es ist die andere Spinne. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich weiß nur, die graue heißt, glaube ich, Widow. Münzen reichen fürs HP und Damage ab. Sehr gut. Die hier weiß ich gar nicht. Wie heißt die Spinne? Keine Ahnung. Müssen wir nochmal in den Folgen gucken. Oder... Es ist auch nicht so wichtig. Es ist... Widow, zweite Form mit fetten Spinnen. Okay, das ist echt nicht gut. Oh oh, wir befinden uns ein bisschen in der Sackgasse. Und jetzt übertreibt sie ein bisschen, ne? Aber ist tot, okay. Aber wir stellen fest, hat ein bisschen übertrieben. Aber ich habe mich da recht gut durchgewurschtelt, weil wir gar nicht mal so langsam sind. Und komm her. Ich wette, Krampus ist im Devil Deal, oder?
Alles nicht so einfach. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt das HP und Damage Upgrade mit. Wie viel Schaden? Zwei Striche immer noch nur, okay. Dann kämpfen wir jetzt für den Devil Deal. Und das ist Pi. Oh. Ha, habt ihr gesehen, wie die Träne abgeleitet wurde? Wenn nicht, müsst ihr nochmal zurückgucken. Wegen The Soul. Die, ja. Die Chance ist nicht mehr so hoch, dass wir getroffen werden. Bla bla bla. Ich muss mich ganz voll konzentrieren. Ich will nicht unnötig Schaden nehmen, weil ich Leben für den Devil die brauchen. Na komm, wieder runter. Wunderbar. Und erledigt. Devil Deal. Woo! Ich muss auch mal ab und zu in die Kamera gucken, ne? So. Oh, wieder nix. Geil, Treubomben. Ja, ich habe jetzt noch mit Spinnen gerechnet eigentlich. Noch eine Münze? Nee, vielleicht im Exit. Also die Devil Deals waren bisher Mist. Schlüssel haben wir noch für den nächsten Itemraum. Auf geht's. Hier können wir uns eh nichts mehr leisten. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Glaube ich, ja. Alles gut, alles gut. Alles gut. So, wir gehen gleich hier rein. Es ist eine Fliege, Swarm Protection oder so, ne? Ja, wir gucken ganz, was hier unten ist. Ein HP ab und Luck ab, glaube ich. Mom's Eye. Okay, wir können jetzt mit mehr Luck nach hinten. Wir schießen immer nach hinten. Haben die das upgraded? Cool. Also haben wir jetzt Augen im Hinterkopf. Das gefällt mir sehr gut. 6 Münzen. Gibt es hier noch ein blaues Herzchen für uns? Ah. Nö. Schlüssel brauchen wir nicht. Eine Bombe wäre cool. Wir können ja auch nicht rerollen, ne? Ich guck hier nochmal rein. Egal, schwarze Herzchen, ich weiß. Ärgerlich. Oh, Mann! Das hätte nun echt nicht sein müssen. Also, kein Glück mit Devil Deals und, gezackten Räumen. Also, alles, was teuflisch ist. Ja, das war's schon wieder. Und ja, auf Kosten von Leben, aber egal. Auf geht's. Blöde Spinnen. Wir haben fast alle eine noch da oben. Irgendwo. Da so, egal. Aber wir können ja auch nach hinten schießen. So. Schade, dass die sich nicht selber umbringen können, gegenseitig. Das wäre noch ein bisschen hilfreich. Ach, der spawnt die? Okay, ich habe gedacht, ich lasse ihn mal kurz, bevor er hier mit den Schießenden kommt. Aber dass er die spawnt, das ist natürlich nicht so schön. Ah, wenn die natürlich zu nah dran sind, bringt uns das Soul auch nichts. Brimstone! Ah, jetzt verlieren wir das ganze schöne Leben, was wir gesammelt haben. Na komm, du bist doch gleich hin. Wunderbar. Zweimal Gishi. Okay. Wow! Sehr gut. Schön hinterher schießen. Und wir müssen erstmal die Knochentypen hier unten, glaube ich, platt machen. Die hier, die sind noch relativ in Ordnung. Wobei... Ach, es ist die letzte Welle. Ich habe Zeit. Alles klar. Sehr gut. Und hier, guck mal bitte hier rüber. Oder dahin. Ist mir auch recht. Dahin. Huh, das war anstrengend. Batteriebaby zum Rerollen wäre es ganz praktisch. Virgo wäre jetzt interessant. Das hier, oder wie auch immer das heißt hier. Libra. Libra ist das, ne? Das würde alles shuffeln. Wir können dann Damage dazu gewinnen, wir können aber auch Damage verlieren. Ich nehme die heiligen Schüsse wieder mit. Die waren sehr gut. Die waren sehr stark beim letzten Mal, glaube ich. Okay. Relativ leichter Gegner wieder. Der schickt nur ein paar Treubomben ab und zu los. Kein Problem. Der hier ist schon ein bisschen interessanter. Oh. Mittlerweile spuckt der Spinnen aus. Das ist mir auch neu. Boah, wie weit spuckt er die denn? Oh, da hat das Soul uns wieder gerettet. Ich mag dieses Item echt. Das bringt einem doch sehr viel Sicherheit. Wow, was ist mit der Spinne los? Oh, zu viele Spinnen im Raum sind nicht gut.
Okay. Oh, 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 oh. Dir hat das schön geworfen. Bin ich schön reingelaufen. Whoop. Da wurden wir gerade geheilt. Ich glaube von der Plazenta. Und du noch, komm her. Oh, das war ja gar nicht mal so einfach. Haben wir hier noch ein schönes Item? Ja, eigentlich schon. Ein bisschen Damage Up wäre nicht schlecht, ne? Ein bisschen Damage Up wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Nehmen wir dich mit. Ich hoffe, ich bereue die Entscheidung nicht. Ich glaube, unsere Tränen sind gar nicht mal so schlecht. Und komm her, wir gehen auf Devil Deal. Hoffe ich. Boah, was ist das für eine Welle? Ach, das ist hier. Wie heißt er denn? Auf jeden Fall seine verbesserte Form. Der Geist, den wir sonst immer bekämpfen. The Hound. Genau. Den haben sie weiterentwickelt. Das ist jetzt seine Superform oder so. Ultraform. Und da ist das schon Geschichte. Tödliche Form. So. Ein Angel Deal. Sehr schön. Ich hoffe, bitte mit Item. Oh, das ist gar nicht schlecht, ne? Trinity Shield. Das können wir jetzt immer so vor uns halten und damit Tränen abwenden. Boah, wir schießen jetzt nur noch in alle Richtungen. Wir sind durch mit der Ebene. Ebene, ich hab dir nichts mehr zu sagen. Sei denn, du droppst jetzt hier irgendwo 5 oder 10 Münzen in dem Feuer. Leider tust du dies nicht. Okay, weiter geht's. Nächste Ebene. Na, vierte Ebene schon. Aber bisher nicht wirklich viel Glück gehabt, das muss man ja mal sagen. Das Itembild ist okay. Gucken wir mal, was hier drin ist. Pretty Fly ist gut. Range Down ist noch geiler. Full Health ist okay. Und eine Full Health Pille behalten wir mal. Und wir brauchen Geld, also los geht's. Okay. Und hier ist auch alles voll mit euch, okay. Das Gute ist, dass wir auch nach hinten schießen. Und weg mit dir. Okay, alles was Tränen schießt, kann uns eigentlich so gesehen nichts mehr anhaben jetzt, wenn wir genau drauf zugehen. Und jetzt folgt hier eine Welle der anderen. Ist aber völlig in Ordnung. Ah, so ein Schutzschild ist schon was Feines. Nur nicht aufs Blut treten, das wäre unvorteilhaft. Und du noch, komm her. Okay. Dingelingeling. Ich brauche Geld, 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 Geld. Na klar. Ein Haufen Terrormasken. Oh, das lief erstaunlich gut. Ein bisschen mehr Damage Up würde ich mir noch wünschen. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Und geschafft. Wunderbar. Ich hoffe, es gibt noch ein kleines Damage Up hier. BFF nützt uns nichts. BFF nützt uns wirklich nichts. Ich brauche ein schönes Damage Up. Pentagramm, sowas, aber das gibt es hier leider nicht. Ich glaube, das war ganz gut, die Leber mitzunehmen. Wir nehmen ein bisschen Geld mit, weil wir kommen momentan klar. Deswegen würde ich sagen, auf geht's, Bosskampf. Da unten ist er. Der kann uns nur mit dem Brimstone was anhaben eigentlich. Wenn er seine Tränen schießt, macht er uns gar nichts. Hörst du mich? Ich weiß gar nicht, ob das Trinity-Schild auch Brimstone abwehrt. Oh, zwei Bosse. Okay. Bei dem ist halt gefährlich. Ich weiß immer nicht, wann der springt, wann der Brimstone schießt und so weiter. Ah, genau das meine ich. Ich habe echt keine Ahnung. Ich stehe hier irgendwie im Blut oder so. Ich kann es nicht sagen. Ich krieg mega viel Schaden gerade. Ah ja, da war eine Blutspur, die habe ich gesehen. Okay, wir haben ihn. Lief nicht ganz so geil, aber es war okay. Es war okay. Ich bin gewollt, hier reinzugucken. Einfach hierfür. Hierfür. Und hierfür. Das war lucky. Okay, okay. Wir brauchen immer noch den Schlüssel für den Itemraum, ne?
Ich gehe gleich nochmal gucken. Den Automaten können wir sprengen für Geld eventuell. Oder ein Herzchen, das was auch sehr wichtig ist. Dann möchte ich euch beide sprengen. Die beiden Shopkeeper geben ganz gerne mal was. Wie zum Beispiel ein paar Münzen. Dann gucken wir mal in den Itemraum. Okay, war wirklich so, dass wir einen Schlüssel brauchten. War mir nicht mehr sicher. Sensen. Oh, wir haben Sensen. Sieht doch schon besser aus, oder? Ich glaube, damit können wir ein bisschen arbeiten. Da hinten war noch ein Herz. Ja, holen wir uns dann. Ich will noch mal ganz kurz in den Exit gucken. Ob es hier vielleicht noch ein bisschen Geld gibt. Nein. Hier im Shop zu rerollen. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Es würde Sinn machen, wenn mit einer Münze hier was... Okay. Gibt es auch was für 7? Nein, leider nicht. Ich spare das Geld tatsächlich mal. Wir haben noch eine Full Health Pille. Die kann uns nachher noch ordentlich retten. Und den Gegner kann ich überhaupt nicht ab. Der spuckt mich einfach immer irgendwann an. Ich weiß immer gar nicht wann. So geht's noch. Da. Da hat er wieder voll gespuckt. Angel Deal. Mit. Ah, immer ein kleines HP-Upgrade. 7 Münzen. Ist eigentlich perfekt, ne? Für so ein 7er-Item. Ich könnte. Rerollen. Ich würde es aber gerne für die nächste Ebene behalten. Deswegen reroll ich mal mit Bombe. Nix für 7. YOLO. Nochmal mit Bombe rerollen. Nein, nix im Angebot. Dann schnappe ich mir den Schlüssel. Ich hoffe, in der nächsten Ebene gibt es überhaupt noch Itemräume. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Okay, das Itembild sieht aber sehr, 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 sehr gut aus. Und dann kommt wieder diese coole Musik, die ich so abkann. Oh, den holen wir uns später. Und Bobs Brain werde ich wegrollen. Und jetzt haben wir Splitshot noch. Oh mein Gott. Es beginnt. Der Run beginnt mir zu gefallen, ja. Oh, neues Item. Es ist zwar sehr dunkel hier, das tut mir auch sehr leid, aber der kleine Babyanzug da, das ist ein gutes HP-Up an blauen Herzen. Okay. Ich sehe gar nicht, wo hier was an Gegnern ist. Ich schieße jetzt nur noch. Au, Brimstone, okay. Ah, wollte gerade sagen, davon muss es noch ein paar mehr geben. Der D6 ist wieder aufgeladen. Sehr gut auch, dass wir Piercing-Shots haben. Die Schüsse gehen also durch. Und wir haben die Welle überstanden. Sammeln wir mal das Geld gerade ein. Das im Itemraum werde ich noch lassen. Das ist nochmal Shot-Speed ab hier. Ich kann hier auch nicht rerollen, außer mit meinem Würfel, ne? Nee. Aber ich würde gerne wissen, was das macht. Pop, pop. Pop, pop. Okay, es macht pop, pop. Ich weiß nicht, was pop, pop bedeutet. Ah, die Batterie macht nicht so Sinn. Wir machen noch eine Welle. Die Bosswelle. Oh, wieder du. Wieder Blaut. Das ist doch schon Absicht vom Spiel, oder? Die wissen halt, was ich nicht kann und was nicht. Der merkt sich, der hat da viel Schaden bekommen. Den müssen wir ihm wiedergeben. Au, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Ah, das Blut. Okay, Conquest ist schon ein bisschen angenehmer da in der Hinsicht. Okay, er schießt ein bisschen random. Das kann er gerne machen. Und da kommt er angeflogen. Noch nicht mit seiner Armee, das ist okay. Ja, einfach nur hoffen, dass man nicht getroffen wird. Und weg mit dir. So. Okay, nochmal rerollen können wir nicht. Das HP-Upgrade hebe ich mir immer noch auf für die nächste Ebene. Auf geht's, Todessünden. Erstmal den Gefährlichen hier wegmachen. Oh, Envy ist auch dabei. Haha, hast deinen Kumpel umgebracht. Hättest du nicht machen sollen. 9 Leben. 9 Leben. Nehmen wir mit. Und jetzt gehen wir hier rüber. Nehmen uns das mit.
Ich habe gerade richtig doof gespielt, ne? Warum nehme ich 9 Leben mit? Meine ganzen Leben sind weggegangen. Jetzt muss ich doch das HP-Upgrade kaufen. Aber es ist okay, es ist okay. Wir sind wieder im Rennen. Und wir können 9 Mal sterben. Nächste Ebene, dann sehen wir auch wieder was. Es wäre cool, wenn wir auf Anhieb Greed schaffen würden. Oh, Feuer ausmachen. Auf jeden Fall ist ganz gut, dass hier diese Steine sind. Die können uns ein bisschen beschützen. Da ist ein Herzchen, da ist ein Kothaufen. Ein Häufchen sozusagen. Oh, Angebot. Ah, ich will dich haben. Ich will aber auch gerne in den gezackten Raum gucken. Ja, hat sich nicht gelohnt, ne? Ein Herz gewonnen, ein Herz verloren. Auf geht's, zeig mir die Wellen. Okay. Wird echt interessant gegen so Ultra Greed. Okay, da stand ich blöd. Sehe ich ein. Ja, alles, was random schießt, ist irgendwie mein Feind. Alles, was mir in den Rücken schießt, genauso. Oh mein Gott. Mom. Bestimmt auch die fiese Mom-Form, ne? Ja. Oh mein Gott. Au. Ja, spawn auch die Gegner in mir am besten. Sehr gut. Das war anstrengend. Also schwierig, schwierig vor allen Dingen. Loki's Horns. Da würden wir ab und zu nochmal in jede Richtung schießen. Ist vielleicht mit dem Split-Shot gar nicht so verkehrt. Aber ich würde doch lieber nochmal rerollen. Jesus Juice. Mehr Damage. Und dann nehmen wir noch ein Herzchen mit zur Sicherheit. Wir sehen auch echt lustig aus inzwischen. 4 Damage. Komm schon, Boss. Das ist das Herz. Ah. Okay, eine Maske ist gleich down, aber wir haben zu viel eingesteckt. Gebe ich ja ehrlich zu. Okay, eine Maske ist deutlich einfacher, aber wir sind zu langsam einfach für die Maske. Die kann sich dann doch ein bisschen schneller fortbewegen. Ach ja, 2 Wellen. Boah. Noch mehr Gegner. Warum auch nicht? Ah, zu nah gekommen. Da ist er mir zu nah gekommen. Da wusste er, wenn er mir näher kommt, dann sterbe ich. Wir gehen nur auf Leben. Und werden jetzt diese Ebene mit einem fulminanten Level beenden, hoffe ich. Ich muss hier erstmal ein bisschen Platz machen. Ach, da warten nur 2 von. Oh mein Gott. Ich kann eigentlich stehen bleiben mit The Soul, glaube ich. Oder auch nicht, wenn die so schräg kommen. Ja, in mir spawnen. Und wir haben es geschafft. Relativ gut davon gekommen, ne? Und jetzt steht uns noch Greed im Weg nach dem Devil Deal. Der uns Purity gibt. Ja, Fluch weg brauchen wir nicht mehr. Ja, brauchen wir beides nicht mehr. Full Health, damit können wir uns einmal nochmal so ein bisschen da die beiden roten Herzen. Ansonsten sind wir durch. Und werden Super Greed auf jeden Fall sehen in dieser Folge und hoffentlich auch besiegen. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Muss aber auch mal gucken, ob das Bild stimmt. Und erstmal machen wir Monstro platt, würde ich sagen. Komm her, Monstro. Ah, der landet ja immer auf einem. Also am Anfang immer rumrennen beim Monstro. Okay, ein Herz verloren. Komplett blöd. Ich hoffe, das fehlt uns nachher nicht. Gegen Ultra Greed! Ich feuer. Ich feuer, du Isaac. Und wir machen gar keinen Damage gegen ihn. Oh, ich muss ja mal ausweichen. Keine Ahnung, wo die Spinnen herkommen. Wir nehmen es einfach mal so hin.
Und feuern, 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 feuern. Okay, er kriegt Leben, er kriegt Leben. Und rennt auf einmal voll auf mich zu. Was hat er denn? Das war auch irgendwie eine neue Form. Oh nein. Wenn man nicht fliegen kann, hat man ja echt ein Problem, ne? Okay, Bomben. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will nicht nochmal sterben und nur mit einem Herzchen gegen dich kämpfen. Okay, alle Schlüssel zerstören, ganz wichtig. Sonst öffnet er die Türen. Und wir wissen alle, was dann passiert. Oh, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Oh Gott, Schlüssel. Nein, er hat einen geschafft. Oh mein Gott, jetzt holt er sich wieder Leben. Gibt's ja gar nicht. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Isaac, gib alles. Eigentlich sieht's gut aus. Ich glaube, das haben wir. Ja. Woo. Ultra Greed zum vierten Mal besiegt. Sehr schön. Und wir können zwei Münzen... Little Chest haben wir jetzt freigespielt. Wir können zwei Münzen spenden. Wooden Nickel haben wir auch, weil wir genug Münzen drin haben. 33 anscheinend. Ich zeige euch die Items auch nochmal, nachdem wir in der Kiste waren. Okay, den überspringe ich jetzt mal. Die Little Chests haben wir. Und den Wooden Nickel haben wir freigespielt. Immerhin. Und deswegen würde ich sagen, deswegen. Deswegen würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ultra Greed. Killed.